Südwesten. Es gibt jetzt auch jetzt die, können wir uns frei bewegen. Genau, es gibt auch diese tolle Karte hier. Nein, das ist ja riesig. Ja, die brauchen wir nachher auch nochmal. Aber vorher werden wir mal den guten König zurückbringen. Gut, ich steige mal ein bisschen höher. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns über die noch frei bewegen können. Ich glaube, das ist es hier. Und aber viel erkennen tut man ja nicht, wenn er nicht weiß, wohin man will. Okay, das war's nicht. Wir sind hier. Hier waren wir, glaube ich, noch nie, oder? Doch, doch, das ist das Hexenschloss. Ach, okay. Gut, Trüffeldorf, ich glaube, das war zumindest auf dem gleichen Kontinent. Ja, ja, er sagt ja im Südwesten. Wir sind jetzt vielleicht ein bisschen in den Norden geraten. Das da. Ah, nee, das ist es. Ich wusste, dass es irgendwie so komisch aussieht, aber ich war nicht sicher, wie. Genau. So. Mein lieber Herr. Und wie gefällt es euch, auf Lufti zu fliegen? Spitze. Hervorragend. Wenn ihr euch verflogen habt, schaut ihr einfach auf die Karte. Drückt Start für die Karte. Genau, die haben wir ja schon gezeigt. Oder LR, wenn ihr andere Karten sehen wollt. Und jetzt solltet ihr zu den Schicksalsebenen. Oder Bergen, ist das gleiche? Ja, ist das gleiche. Ebenen, Bergen. Ich habe mich ein wenig verlesen. Hier ist es sehr dunkel. Im Südwesten fliegen. Also nochmal ganz kurz das Dunkel. Wir spielen mit einem Beamer. Ja, aber kein Licht an und die Rolle ist unten. Ja, weil das Licht beim Beamer ja so zuträglich der Helligkeit ist. Besucht mich mal wieder. Gerne doch, wir verlegen. Du bist mir sehr sympathisch. Und wie gesagt, jetzt wird es tatsächlich komplett offen. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich bei Square-Spielen immer so. Ja. Dass die so in der Mitte anfangen, offen zu werden. Oder, naja, offen mehr oder weniger, aber zumindest ein bisschen. Jetzt will ich aber noch einen Punkt ansteuern. Karte. In der Wüste waren wir schon, oder wie? Waren wir schon auf jedem Kontinent? Nee, oder? Naja, wir waren auf dem Vulkan da oben noch nicht. Wir waren aber sonst, glaube ich, überall. Und unten, da ist noch diese Insel. Die zwei waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das ist der Hauptkontinent. Ja. Und hier ist, glaube ich, das Hochland, wenn ich mich nicht irre. Und wir waren noch nicht auf der Insel. Die möchte ich jetzt als erstes mal ansteuern. Das dürfte Golddorf sein, wenn ich mich nicht irre. Da kriegen wir so ziemlich die mit beste Ausrüstung, die wir fast bis zum Ende kriegen können. Und du siehst ein feuergestütztes Dorf in der Arktis. Ist nicht das dekadenteste in diesem Spiel. Aber die Leute reden hier eigentlich ganz lustig. Das Leben hier auf der Goldinsel ist verdammt teuer, leider. Ja, nicht, dass du hier wohnen müsstest. Nach und nach versinkt die Insel im Meer, weil das viele Gold zu schwer ist. Viele von uns sind deshalb von ihr weggezogen. Die haben echt Probleme, würde ich sagen. Ja. Was sagt der Typ hier? Willkommen in der goldenen Stadt des Imperiums, frohlocket. Das ist die Goldfestung, hier darf niemand hinein. Ich glaube, wir können auch noch nicht hinein, aber lass uns mal kurz wir gehen schauen. Trotzdem einfach mal hin. Oh. Verschlossen. Oh. Aber ich bin mir sicher, irgendwann kommen wir hier schon noch rein. Früher oder später. Jetzt könnten wir noch den ganzen Weg da drum herum laufen, mit einer Person zu reden, aber... Diese ganze Insel besteht aus hochkarätigem Gold. Also ganz ehrlich, selbst wenn es niedrigkarätiges Gold wäre, also die reicht. Menge macht's. Das stimmt. Man fühlt sich doch wie in Dubai. Ja. Genau, hier kriegen nur wir... Nur mit weniger schwarzem Gold und dafür mit mehr echtem Gold. Kaufen wir uns erstmal hier voll. Wobei, die haben ja auch ihren großen Goldmarkt dort.
Ich wäre so gerne Millionär. Echt? Schon die. Ich glaube, das macht mehr Probleme, als es löst. Meinst du? Ja, also ich denke mal, so gut viel Geld haben reicht, aber ich glaube, zu viel darf es auch nicht sein. Ja, zu viel darf es nicht sein, beziehungsweise man darf dann nicht aufhören, arbeiten. Ja, also man muss dann halt trotzdem weiterhin irgendwas tun, um beschäftigt zu bleiben. Ich glaube, wir können uns nicht alles leisten. Deshalb würde ich sagen, statten wir erstmal. Nein, das reicht schon nicht. Oh, dabei hätte ich doch so gern diese Tulpenjacke. Nun gut. Nein. Ärgerlich. Dann müssen wir vielleicht noch mehr herkommen. Aber jetzt erstmal. Ja, wobei. Wir sollten erstmal so viel kaufen wie möglich, glaube ich. Ich glaube auch, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, sie auszustatten, aber scheiß drauf. Gut, dann lassen wir die Weste einfach mal. Ich denke, nein, wir können nur ein Armband kaufen. Ja. Gut, dann verkaufe ich aber erstmal alles, was wir sonst haben. Vielleicht können wir zumindest ein zweites Armband kaufen, wenn wir alles verkauft haben. Das reicht schon mal für eins. Vielleicht sollten wir die aber eher noch eine Kappe kaufen. Oh, und der Tiger-Wiki. Oh. Jetzt muss ich ihn endlich hin. Wobei, jetzt noch nicht. Wir können uns ja nicht, Gott sei Dank, möchte ich sagen, nicht die ganzen anderen Ausrüstungsgegenstände kaufen. Schrecklich. So. Dann würde ich aber fast sagen, wir müssen es dabei erstmal belassen. Also kommen wir hier auf jeden Fall nochmal hin. So. Nö. Aber du hast ja eigentlich auch einen ganz guten Schutz. Deshalb denke ich, die Ausrüstung von den Frauen ist erstmal wichtiger. Ja, ich habe ja auch ordentlich Leben. Genau, anders wie. Aber du hast jetzt mein Armband verkauft. Ich muss jetzt gleich nochmal ein neues anlegen. Ja, oder du ziehst halt das andere Armband an. Können wir machen. Nur die Mütze kannst tatsächlich nicht du tragen. Das müsste ich eigentlich auch so steuern können, indem. Nee, kann ich nicht, schade. Ja gut, dann zieh du das Armband an. Ist mir egal, du kannst auch der Kleinen das Armband anziehen lassen. Das passt schon. Okay. Umso mehr Gründe habe ich dir heil, aber du bist bei der falschen Person. Okay, dann kriegt sie es, ja, aber du musst immer noch deins anziehen. Jetzt das macht nämlich schon einen Unterschied. Außerdem eine echte Jacke aus Tigerfell, wer würde die schon austauschen wollen? Ja, eben. Es geht ja auch darum, den Gegner Angst zu machen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch schnell ins Schlosshotel oder wie heißt das? Schlossstraße in Monopoly? Schlossstraße, ja. Oder ist die Parkstraße nicht sogar teuer? Oh, fuck. Das weiß ich nicht. Und hier war, glaube ich, der Schmied, genau. Aber ich weiß nur, dass die Bad- und die Turmstraße die billigsten waren. Ah, ich konnte mich immer nur auf die. Ich habe aber das auch fast in jedem Spiel geschafft, diese blöde. Ich behalte mal noch den. Ja, gut, wir lassen es. Wir lassen es lieber. Ja, können wir uns eh nicht leisten. Und hier schauen wir mal, ein Teehaus. Ich glaube aber nicht, dass das mit Rebellen gefüllt ist. Haut ab, ihr seid was? Schadet? Ihr, es schadet meinem Geschäft, wenn man euch hier sieht. Also. Warum auch immer. Dabei sind wir doch so gute Kundschaft. Ja. Du darfst. Alle meine Bekannten sind auf die Weihnachtsinsel gezogen. Ich langweile mich. Ja, genau. Die kommen wieder zurück, das kann ich dir sagen. Ja, aber Weihnachtsinsel ist nicht das Dorf, glaube ich. Meinst du? Weihnachtsinsel hört sich nach einer Insel an. Müssten wir noch die verschiedenen Inseln ansteuern, würde ich sagen. Gut, aber hier haben wir erstmal alles. Warte mal, gucken wir, ob wir den noch speichern können. Das dürfte ganz praktisch sein. Aber ich sehe hier keinen. Ja, ja, ich auch nicht. Vielleicht hier. Das ist doch schön. Und sogar bewacht. Hier wohnt Königin Midas. Im Erdgeschoss ist ein Hotel. Wie schön, dass der König so nah bei seinen Untertanen wohnt. Wie schön, dass der König nicht im Schloss wohnt, ich meine. Ja, aber dafür heißt er Midas. Ich würde ihm nicht die Hand geben, muss ich sagen. Können wir mal gucken. König Midas ist sehr, sehr alt. Ob er schon sein Testament gemacht hat?
König Midas ist zwar alt und hässlich, aber unglaublich reich. Tja, diese Moral, die dieses Spiel uns vermittelt. Warte mal, ich glaube, geht das hier nach unten aus, oder? Ja, das ging wieder runter. Dann gucken wir, mit Midas müssen wir jetzt natürlich noch reden. Aber nicht die Hand geben. Ich werde es versuchen. Was ist, wenn er mich begrapscht? Dann ist es zu spät. Die Mieten sind hier einfach zu hoch. Toll. Deswegen wohnt der König im Hotel. Wahrscheinlich. Habt ihr etwas Gold für mich? Interessanter Gesprächspartner. Aha, spannend. König Midas hat Mana dazu missbraucht, sich diese Goldinsel zu schaffen. Er hat wirklich keinen Respekt vor Mana. Und wenn der jetzt und neben dem König war pleite. Ja, aber wenn er neben dem König steht, ist er sein Berater? Ist er dann ein guter Berater? Also zumindest kein Ja-Sager, ich meine. Immerhin. Hat er schon mal was für sich. Und jetzt, wie viel kostet es? 200 Goldmünzen, aber okay. Ich meine, wie oft hat man schon die Gelegenheit, in einem Bett aus purem Gold zu schlafen? Obwohl ich mir das jetzt etwas hart vorstelle. Ja, aber egal. Aber aus Prinzip. Außerdem gibt es doch auch so Gold im Essen und weiches Gold. Ich bin sicher, da wird eine schön weiche Variante. Wahrscheinlich. So. Jetzt dürfen wir noch ein bisschen die tollen Inseln abfliegen. Weil, warum nicht? Ja. Jetzt haben wir unseren Freund Lufti schon mal. Dann bringen wir doch erstmal dieses furchtbare Open World schon. Spiel zum Einschutz, indem wir einfach alles machen, was die Open World uns bietet und danach nie wieder. So, hier will ich hin, das ist südlich und dann weit im Westen. Unter der Wüste. Dann steuern wir erstmal die Wüste an. Und jetzt geht's nach Süden. Da. So. Und mit den zwei Dingern ist dann eigentlich schon gegessen. Ich glaube, das ist die Weihnachtsinsel, auch wenn sie gar nicht nach Weihnachten aussieht. Sieht die Original-Weihnachtsinsel auch nicht. Auf dieser Insel gibt es nichts, außer vielleicht diesem Dingelchen. Sei bloß, du möchtest so ein Dingelchen haben. Echt? Okay, hier hast du es. Dingelchen erhalten. Kannst du dich erinnern, wozu man es braucht? Nö, keinen Schimmer. Gut, dann wird das eine Überraschung. Das wird lustig. Wofür braucht man ein Dingelchen? Ich weiß gar nicht, ich bin gerade nicht sicher, ob der es uns gesagt hat. Hallöchen. Okay, jetzt haben sie total die Lust jetzt verloren, die Logzeile zu schreiben. Wie bist du hierher gekommen? Geflogen? Ja, wie denn sonst? Ja. Und da haben wir hier noch eins. Lieber lebe ich hier arm und glücklich als... Ich habe das Imperium verlassen, weil es mir dort nicht mehr gefiel. Gut, und deswegen auf eine einsame Insel ist ja schön. Ne, so einsam ist die Insel ja nicht. Ja. Er hat Nachbarn. Wenn man sich liebt, spielt Alter keine Rolle, oder was denkt ihr? Oh Gott, jetzt wird's noch... Da so richtig schön so der deutsche Übersetzer. Hey, keine Ahnung, was sollen wir noch reinbringen? Ach so, die zwei haben geheiratet. Ach, sehr schön. Ja, ja. Tja, keine Rolle. Ist wohl das Utah von Secret of Mana. Verdammt, wie heißt die Welt eigentlich? Ich kann's Welche nicht Welt da, meinst du? Auf der wir spielen. Ich habe keine Ahnung. Geh mal da rein. Mana-Welt? Mana-Welt, ja. Ist das öde hier? Auf dieser Insel ist absolut nichts los. Nein, auf einer einsamen Insel. Welche Überraschung. Tja. Aber immer noch besser als im Imperium zu leben. Gut, das war's. Und jetzt dürfen wir das Dingelchen gleich noch benutzen. Könntest du dir das vorstellen, wofür es ist? Ich meine, die Insel, auf die musst du eigentlich nie.
Also, was ist das Unwichtigste, was wir bisher machen mussten? Das Unwichtigste, was wir bisher machen mussten? Das ist, glaube ich, toll. Ach, brauchen wir das Dingelchen, um die Wasserversorgung der Wüste wiederherzustellen? Ganz genau. Oh Gott. Dafür braucht man natürlich ein Dingelchen. Nicht, dass die irgendwie einen Tipp oder so geben könnten. Und du musst dir vorstellen, damals, als man das Spiel gespielt haben, da gab es kein Internet. Ja. Nicht so einfach. So, mit wem müssen wir reden? Beim Barte des Propheten. Du hast ein Dingelchen mitgebracht. Natürlich. Wasser. Wir haben wieder Wasser, endlich. Und jetzt kurz noch der Musik zu hören, weil den Soundtrack, den hat man, glaube ich, noch ein anderes Mal im Spiel. Und der ist echt cool. Ja, der ist wirklich cool. Zum Dank schenke ich dir diesen kostbaren Gürtel. Zappler-Gürtel. Damit können wir jetzt endlich dem Zappeln entgegenwirken. Welchen Zappel? Diesem, wenn man zum Bär wird. Man kann es aber auch selbst zaubern, wenn man möchte. Ah. Gut. Also jetzt werden wir einfach ein Zappler. Genau. Oder wir können es damit halt, und jetzt können wir halt auch tanzen als Zappler. Wir können es auch halt mit dem Gürtel einfach wegzaubern. Was ziemlich praktisch ist. Cool. Gut, und jetzt würde ich sagen, auf in die Schicksalsberge. Ebenen. Ich bin mir sicher, da stand Ebenen. Gut. Dann werden wir gleich mal sehen, wie viel das von Ebenen mit hat. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auf dem anderen Kontinent. Also, oder? Ich glaube, das sollen Berge sein, aber... Ja, ja, das ist hier. Da ist ein Landepunkt. Genau, das ist es. Möchtest du jetzt die ganze Zeit als Zappler rumrennen? Oh, fuck, nein. nein zum Luftirof und nein zum Zappler. Ich frag mich nur, ob es auch einen Punkt gibt, wo man ganz unten anfangen kann, weil ich glaube, wir müssen beide Wege gehen. Na, ich glaube nicht, dass es da ist, oder? Nee. Aber das ist immerhin ganz gut gemacht. Man sieht relativ gut, wo man denn landen kann. So, und jetzt erstmal Zappler weg. Und ich würde fast sagen, wir gehen zuerst hier rein. Hervorragend. Und wir haben ein Gesicht vor uns. Ja, allerdings müssen wir doch nicht hier weiter. Aber gut, den einen Gegner töten. Warum nicht? Ja, nimmt man mal mit. Wir müssen wahrscheinlich ganz nach oben, schätze ich jetzt mal. Klingt vernünftig, weil bei einer Ebene muss man immer ganz nach oben. Hm. Damn, komm, geh tot. Heute gehe ich tot. Kennst du die Band? Nee. Die musst du unbedingt mal in YouTube googeln. Nicht mal den Namen. Was machen die? Die machen Trash bis zum geht nicht mehr. Okay. Eine trashige Band gibt's gar nicht. Fang am besten mit dem Lied Tutanchamun an. Okay. Ich darf jetzt auch nichts sagen, weil das würde spoilern. Das ist einfach zu cool, wenn man das zum ersten Mal sieht. Oder zu blöde, je nachdem, ob man sich auf sowas einlassen kann oder nicht. Ich werde das herausfinden. Ich sag mal so, es ist nicht ganz leicht, weil das eine Lied geht 6 Minuten und also ich kann mich erinnern, ich habe es beim ersten Mal sicher nicht durchgehört. Ich glaube, wir könnten doch eine bessere Ausrüstung gebrauchen. Du nimmst doch relativ viel Schaden. Aua. Ha, Evasion! Bam, Stelz. Ich schätze mal, ja, aber die... Die Verzögerung, wenn man schlägt und dann Schaden aufpoppt, ist aber auch massiv. Und manchmal auch echt komisch, das stimmt. Da stirbst du jetzt mal. Ist du umgekippt? Jo. Nee, also. Das sind ja die gleichen Blumen, die können auch diese fiese Betäubung wirken. Und vor denen musst du sogar aufpassen, die sind gar nicht so leicht. Oh weh. Aber gut, mit mir, ich stun locke die einfach. Das stimmt. Oder auch nicht.
Dafür treffe ich sie nicht. Ah, okay, das war ja doch nicht so viel Schaden. Gut. Vielleicht habe ich den Gegner mit was anderem verwechselt. Und mein Waffenlevel ist gestiegen. Jetzt kann ich sogar einen richtig coolen Wurf wahrscheinlich machen. Schon lange kein Spezialschlag gemacht. Bam! Und natürlich verfehlt's. Aber da ich jetzt auch durch bin, Hellkräuter ist. Wir haben wieder Glück. Es kann sein, dass die Fallen vielleicht nur am Anfang kommen, weil es so wenige mögliche Gegenstände gibt. Hm. Gut, während du die anderen Waffen alle auflevelst, gehst du mal aufs Schwert. Genau. Weil eigentlich passt das schon am besten zum Ritter. Zum Mana-Ritter. Willst du jetzt deine hier zum Mana-Ritter machen? Bin ich doch. So oft, wie ich das Spiel durchgespielt habe. Stirb! Oh, ein fieser Zauberspruch. Haha, 150, das ist fies. Das war sehr viel. Und sehr Vor allem, dass er sich damit halt noch auf heilt, ist echt fies. Auch wenn er keinen Schaden hatte. Ach, und ich liebe ja dieses Parallax-Scrolling. Wobei, das ist eigentlich gar nicht richtiges Parallax-Scrolling, sondern einfach nur zwei verschiedene Ebenen. Aber das fand ich damals ein echt schöner Effekt. Ja, auch ein schon Effekt. Bei, ich glaube, Zelda hat er auch schon. Aber der ist ja, aber den hattest du ja schon früher, oder? Oder ist der tatsächlich erst über den. Also beim Nintendo hattest du ihn auf jeden Fall noch nicht. Okay. Aber was meintest du mit früher? Achso, in dem Spiel. Ja, beziehungsweise, also hier im Spiel auf jeden Fall schon, aber. Echt? Wo? Das? Oh Gott, lass mich da nicht lügen. In dem. Auf dem Luftschiff oder auf dem Sandschiff vielleicht? Achso, ja, ja. Achso, du meinst jetzt hier im Spiel, wo. Ja. Ja, überall, wo wir etwas höher waren, du hattest das schon im Zauberwald, meiner Meinung nach. Du hattest es definitiv auf dem Sandschiff. Okay. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich heile dich lieber mal. Gut. Gute Idee. Ich hab noch. Und ich töte die. Solange die in sicherer Distanz ist. Und die sind halt so fies, weil sie diese fiese Feuerverzauberung haben, die schon echt nerven kann. Die machen aber auch ordentlich Schaden. Ja, wie gesagt, du musst aufpassen, immer schön weggehen. Dann muss ich die ja gleich wieder heilen. Was wärst du nur ohne mich? Ziemlich aufgeschmissen wahrscheinlich. Andererseits würde ich es dann wahrscheinlich schneller wegspielen, das Spiel. Wie meinst du wegspielen? Naja, dann müsste ich nicht immer zu dir kommen, sondern würde es zu Hause innerhalb der nächsten Woche. Oh, jetzt bin ich gleich weg. Ja, ich kümmere mich schon drum. Bleib du einfach hinten und lass so die Frauen die Männerarbeit tun. Ja, genau. Ich nehme mal eine Schokolade. Ach Mensch, warum treffen meine schönen Spezialattacken nicht? Am besten immer nur eins machen. Die trifft wenigstens und geht nicht so lange. Ja, natürlich. Ah, komm, den will ich noch töten. Wir brauchen mehr Levels. Mehr Geld. Um in der Goldstadt mehr Ausrüstung zu kaufen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Und den auch noch. Weil, warum nicht? More money. Genau. Vor allem das Geld können wir gebrauchen. Ich finde es sowieso hart. Wir haben so viel im Imperatorpalast gefarmt und trotzdem haben wir so Probleme. Jetzt könnten wir hier ein bisschen abkürzen, aber natürlich spielen wir das Spiel, wie es vorgesehen ist und nicht mit irgendwelchen Glitches. Wir sind hier keine Speedrunner. Genau. Ranul. Wir müssen ja Lunar finden, wenn du dich recht entsinnest. Ja. Und, naja, getarnt wie sonst was eben. Oh, ja. Darauf hättest du mich jetzt nicht hinweisen sollen. Verschwinde, der Meister ist nicht da. Ich denke halt eh, dass sowieso alle, die das Let's Play gucken, das Spiel eh gesehen haben. Naja. Und dich kann man ja nicht spoilern. Ja, das stimmt. Wo ist er denn? Meister Luna, jetzt sagt er es ja auch, ist in den Nachtpalast gegangen. Er ist nicht weit von hier. Genau, und da gehen wir jetzt hin.
Ja. Und fragen nicht Ranul, warum... warum er hier noch hier rumsteht. Und warum er so einen verdächtigen Namen hat. Ja. Ja, vielleicht sagt er ja dann sowas wie, das ist ein Tribut an meinen Meister. So genau, würde ich wahrscheinlich meine Lüge verdecken. Oh, Manno. Okay, ich helfe dir mal wieder. Meine Güte. Ja, zweimal die Special-Attacke und jedes Mal wurde ich zurückgeschlagen. Das fand ich ziemlich fies. Aber jetzt gönne ich mir das da einfach mal. Das stun die nicht nur, das macht die auch tot. Oh. Ja, toll. Jetzt habe ich dich gehalten und schon kriegst du dein Level, wo du volles Leben kriegst. Was für eine Verschwendung. Ärgerlich. Stirb! Und für... Oh, die neue Ausrüstung ist aber verdammt gut. Also, wir kriegen kaum Schaden. Nur du kriegst Schaden. Wieso nur? So, und wer kriegt diesmal das Level? Fieder, das war der Kobold. Wie habe ich meins immer genannt? Lisa? Ja. Genau. Wie gesagt, ich nenne eigentlich mal alle meine weiblichen Charaktere Lisa. Lisa? Naja, echt nicht. Dauert auch zu lange nur mit der blöden Peitsche, ja. Und schau dir diesen Glitch an! Welchen Glitch? Ja, die abgeschnittene Grafik da. Furchtbar, sowas zerstört das Spiel für mich. Absolut. Absolut. Ein Grafikglitch dieser Größe. Und dann ist ja alles vorbei. Absolut. Ja, ich weiß nicht, sollen wir erst noch mal zur Goldinsel draußen? Meinst du, wir haben jetzt so viel Geld schon? Also beim Raffi wird es wahrscheinlich eh teuer. Ja, nee, reicht nee, nicht. Oder? Aber speichern sollten wir. Denn, wie gesagt, der nächste Dungeon kommt bestimmt. Beziehungsweise der nächste Endboss kommt bestimmt. Ja, wobei Endbosse, die machen wir jetzt mit dem Magierzaun sowieso fertig ohne Ende. Ne, stimmt. Okay. Der hat die auch gar nicht, oder? Nee, das ist die... Ist das die bessere Ausrüstung? Ich glaube, das ist die sogar stärker als die andere. Zumindest die ist teurer als dieser tolle... die tolle Tulpen. Ja, wobei es halt doppelt so teuer ist. Also bei ihm. Also müsstest du es halbieren. Ja, ja, stimmt. Ich glaube auch, dass die andere Ausrüstung besser ist. Und die andere war, glaube ich, bei 18. Und wenn man die jetzt halbiert, sind wir bei 12. Sind wir bei 11,5. Ja. Ich dachte nur, so temporär könnte man es auch machen, aber stimmt schon, ist Geldverschwendung. Wir sollten unsere Goldmünzen beieinander halten. Leider nicht. Das geht nur mit sehr cool Fernkampfwaffen. Aber jetzt hast du sie beim Rüberschwingen noch erwischt? Klar, ist ja nun ein ganz normaler Angriff. Ah, und schon wieder gehe ich schlafen, Mensch. Und ich werde wieder zurückgeschlagen. Bam. Stirb, du Tulpe. Sollen wir eigentlich dann irgendwann auch den zweiten Teil durchspielen, oder? Muss man gucken. Wir haben ja mehr als genug Auswahl, was wir als nächstes machen können. Aber wenn wir jetzt erst bei der Hälfte sind, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja, ja. Wobei, wie gesagt, ich habe dir erzählt, die andere Hälfte geht, finde ich immer relativ schnell fertig. Oder werden wir vergeht sehen. Zu schnell. Ja. Was spielst du denn momentan abseits? Um ehrlich zu sein, gar nicht so viel. Wie gesagt, ich habe Skyrim wieder angefangen, weil ich einen neuen Computer habe und erstmal Grafikfetisch ist, wie ich bin, alles durchspielen wollte. Ich war selbst überrascht. Ich habe dann halt auch Dragon Age und alles Mögliche installiert, aber... Bei Skyrim hängen geblieben. Ja, weil die Grafik ist einfach die mit die anspruchsvollste. Ansonsten fällt mir auch nichts ein. Früher, ich meine, Ego-Shooter... Battlefield, aber ganz ehrlich, Battlefield läuft eigentlich auch auf einem Rechner, der nur halb so gut ist. Ja. Vielleicht nicht ganz so schön, aber... Und natürlich ich bin ja Bäcker von Kingdom Come, da habe ich auch die... Ach, hast du die... die Beta, die, ja. Die Beta? Oder ist es nicht eine Alpha? Eine Alpha ist es, genau. Allerdings ist es auch nur... Also ich habe nur die erste installiert, weil ich eigentlich warten will, bis das Spiel wirklich fertig ist. Aber den Wald, den muss man halt einfach gesehen haben. Ja, das, also was ich in den Videos gesehen habe, sah das sehr beeindruckend aus.
Wow, 148 Schaden. Du könntest... Ah, nee. Ach, jetzt ist es auch zu spät. Jetzt bin ich... Weißt du was, dann machen wir es doch mal ganz anders. Wir fliegen in eine Stadt, gehen da pennen und dann kommen wir einfach wieder her. Wir müssen nämlich genau da, wo wir gelandet sind, nochmal hin. Hört sich hervorragend an. Da würde ich sagen, ich weiß nicht. Können wir nach dem... was ist das da? Ist das eine schöne Stadt, wo man pennen kann? Sieht nach einem Dörfchen aus. Ah, das Dorf der Eierköpfe. Ganz offensichtlich. Natürlich, weil die anderen Modelle hier halt sonst keine Eierköpfe haben. Hier haben wir einen... Ich glaube, das sind irgendwelche buddhistischen Mönche oder so. Den Sprite gibt es auch noch einmal, aber bevor wir uns mit denen unterhalten, will ich dich erstmal am Leben haben. Da. Ja, haben die nicht sowieso Angst, wenn die mich sehen als Geist? Wer sollte schon... Wir sind in einer Fantasy-Welt. Ich dachte, da wäre was. Hier ist es wieder günstiger. Klar, Goldstadt. Ist doch klar, dass es nicht der teuerste Stadt im verdammten Land ist. Aber gut, wenn 200 das teuerste ist, bis zum Ende des Spiels, dann ist ja, wäre das ja noch alles im Rahmen. Ja, also wenn du 200 Goldmünzen hast, kannst du mir gerne abdrücken, habe ich kein Problem mit. Überraschenderweise nicht. So, was haben die dann zu sagen? Mana ist mächtig, aber nicht allmächtig. Die Menschen haben ihren Glauben verloren und Mana verliert die Kraft. Aber ich glaube, ich bin heute ein bisschen arg weit weg vom Mikrofon. Ich hoffe, meine Stimmen kommen trotzdem gescheit rüber. Mhm. Mach mal immer abwechseln, würde ich sagen. Der Mana-Baum wächst im Krater des Nebelvulkans, dem Zentrum dieser Welt. Ja, dieses Teil, wo oben links da in der Ecke war, ist natürlich das Zentrum der Welt. Natürlich. Mit der Geografie haben die das noch nicht so ganz genau. Für eine Marke lese ich euch aus der Hand. Na gut, dann eben nicht. So. Wir haben doch nicht mal Ja oder Nein sagen können. Lass uns erst noch da hoch. Da gibt's nämlich so einen schönen Tempel. Den können wir noch ein bisschen mehr Eier köpfen. Mehr Eier köpfen. Meister Luna lebt auf dem Schicksalsberg. Nicht, dass wir hier in der gleichen Region wären. Dieser Tempel stammt aus der Epoche des großen Mana-Krieges. Die Orbs im Inneren des Tempels enthalten alte Aufzeichnungen darüber, über den Krieg. Unsere Weisen nennen diese Orbs Video-Orbs. Natürlich. Was für ein Schenkelklopfer. Da ist nix. Dann, was hast du zu sagen? Wollt ihr nicht unserem Orden beitreten? Also nicht, wenn ich mich rasieren muss. Aber offenbar müssen das ja nicht alle. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Oh, schön mal Shakespeare eingefließen lassen. Ich danke, also bin ich... ich danke. Wer war das nochmal? Das war Sokrates, oder? War das... Sollte ich eigentlich... Nee, Sokrates war, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich denke, also bin ich. Verdammt. Platon? Nee. Oder Platon wär, ja. Oder war das Sartre schon? Ich weiß es gar nicht, echt nicht. Nee. Let. die Übersetzer hatten hier sehr viel Spaß. Offensichtlich. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer ich denke, also bin ich. Egal, geh mal hoch. Könnte, vielleicht war es ja auch Sokrates. Oder Aristoteles. Also ich glaube, es war auf jeden Fall ein alter Grieche. Die sind doch immer für diese Einzeiler berühmt. Ja. Also ich glaube, Voltaire war es auf keinen Fall. Piep. Warten auf den Befehl von Lorimar Bomben auf Ziele des Imperiums. Zuvor in einer Nacht- und Nebelaktion Lorimars Hauptstadt attackiert. Und das war gut. Das sind halt die Video-Orbs. Aha. Piep. Das Wetter von morgen, sonnig bis heiter. Im Süden von Osten starker... Ja, super. Ja. Du kriegst natürlich die Umlicht.
Der funktioniert nicht. Okay, vielleicht kriege ich auch die unwichtig. Da, der Mana-Drache. Er hat die Festung zerstört. Und jetzt kommt er auf uns. Ah! Das erinnert mich an Gothic 2. Mein persönliches Lieblingsspiel. Eine gute Wahl. Huch, explodiert. Ja, ach, was soll's. Tja, ich krieg vielleicht auch mehr schlechte. Wir müssen sparsam mit Mana-Energie umgehen. Sparsamer Blödsinn. Sie geht uns sonst aus. Ausgehen? Die Mana-Energie wird niemals ausgehen. Natürlich. War das jetzt ein Zwiegespräch? Ja, offensichtlich. Werden wir gleich wissen, ob die letzte Zahlenkombination... Okay, also irgendwie habe ich mir jetzt davon größere Einblicke in die Geschichte versprochen. Ich auch. Huch, explodiert. Der funktioniert nicht. Das Wetter. Naja. Ja. Okay, ich glaube die anderen. Die NPCs sind ja alle echt... Nicht sagen. Also wie gesagt, ich hatte die Story so viel besser in Erinnerung. Allerdings war es vielleicht auch die erste Story so mit Einsätzen, die ich überhaupt verfolgen konnte als kleines Kind. Das will ich nicht ausschließen. Nee.